Hallo und herzlich willkommen bei Factorio. Ja, die letzten beiden Folgen haben wir kräftig viele Angriffe gemacht. Und wir werden jetzt zur Strafe irgendwo an unserer Fabrik angegriffen. Aha, im Südwesten. Da werden wir also dann auf jeden Fall mal vorbeischauen müssen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was uns ja, an Verteidigungsmaterialien hinstellen müssen. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt mal kräftig aufgeräumt und haben ordentlich Platz auf der Karte geschaffen. Also wir sehen im Norden keine roten Punkte momentan mehr zu sehen. Da haben wir kräftig aufgeräumt. Vielleicht gehen wir auch noch in den Süden. Schauen wir mal. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal an die Fabrik zurück und schauen, ob da noch alles läuft oder ob mal wieder irgendwelche Ressourcen fehlen. Hier könnten wir auf jeden Fall jede Menge Kupfererz noch abbauen. Und ja, hier unten müsste jetzt auch noch mal Eisen kommen, ja. Da hätten wir noch mal Eisen. Etwas westlich hätten wir auch noch Eisen. Also da geht schon noch was. Ah, und hier haben wir auch ein bisschen Strom schon hinliegen. Da haben wir also wohl ja auch schon Angriffe dann gemacht. Und da lasse ich ja die Strommasten gerne zurück. Man kann sie ja teilweise eben später noch mal brauchen. So, da haben wir sogar ein Tor, wo wir reingehen können. Dann brauchen wir hier keine Mauer entfernen. Hier oben Eisen sieht soweit noch gut aus. Öl scheint auch noch gut zu laufen. So, hier können wir aber mal, damit wir das ein bisschen besser sehen, machen wir da auch mal noch ein Lämpchen hin. Ja. Das sieht noch gut aus. Wird hier verteilt und dadurch zweireich. So, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. So, da werden wir versorgt. Wir werden gut umsorgt. Ja, natürlich, weil wir zwischendrin ein... was haben wir? Was hatten wir denn nochmal gebaut? Ach so, genau, ein Radar haben wir gebaut. Deswegen. So, und da habe ich... Ach so, ja klar. Wir haben um den Radar Lasertürme stehen lassen. Da füllen wir doch gleich wieder auf. Was wir haben, haben wir. So, und wie sieht's denn hier unten aus? Was haben wir hier? 10 Stück. Nehmen wir, nehmen wir. Und damit haben wir jetzt 30. Also wir kommen dem Ganzen schon näher. Aber sind immer noch sehr, sehr viel rot. So, hier kommt's nach. Ach so, stimmt. Wir haben immer nur für 10 reingebaut. Wie sieht's denn hier oben aus? Das sieht eigentlich auch noch relativ gut aus. Und warum machst du jetzt nicht weiter? Ah, Prozessoreinheit hatte gefehlt. Okay. Deshalb. Alles klar. Ja, komm, wir machen gleich noch jeweils immer 10. Es soll ja hier langsam aber sicher dann doch endlich mal in Richtung Ende gehen. Und ja... Wir können ja hier jetzt auch nochmal, machen wir mal nur die Hälfte, uns nochmal ein paar lila Flächen erstellen. So, Eisen geht ordentlich was weg. Das ist aber soweit nicht schlimm. Von hier kommt immer weniger. Hier haben wir also dann mal wieder Erzförderer. Hoppala, der fördert noch. Aber ein paar, die wir abbauen können. Und mal schauen können, ob wir da an anderer Stelle Platz finden. So, der kann weg, der Rest muss bleiben, dass wir da unten an den Lasertürmen noch Strom haben. So, und...
Wand von hier nach hinten. Kann auch weg. Dann machen wir da das Licht weg. Dann kann der auch weg. Gut, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ja, ist nicht mehr wirklich viel. So, unser Panzer, den wir nicht wirklich großartig benutzt haben. Aber ja, der ist halt neu im Spiel und ich wollte ihn dann doch gerne mal ausprobieren. So, der hier kann nichts mehr fördern. Da könnte aber eigentlich hier noch gefördert werden. Und wenn wir dann hingehen und stellen hier einen hin, machen das hier mit dem Strom anders, dann bekommen wir da ein paar nebeneinander. So. Und dann können wir hier unten, haben wir noch ein bisschen was. Das können wir noch so rum abbauen. So, wie machen wir es mit dem Strom? Da würde ich sagen, einer kommt dahin. Ein Strommast, dann machen wir einen Strommast hier drüben hin, damit die Lampe leuchtet. Und dann machen wir hier noch einen hin, dass die beiden arbeiten können. So, noch ein bisschen Band hier installieren. Und hier muss auch noch ein bisschen Band hin. Dann läuft das und dann haben wir da auf jeden Fall einen ordentlichen Kohlenachschub. So, hier unten wurden wir wohl ab und zu auch mal angegriffen. Hier ist aber nichts zu sehen, also konnte scheinbar alles immer gleich behoben werden. So, was haben wir denn hier? Das nehmen wir mal an uns. Das brauchen wir ja soweit nicht da drin zu haben. Und ja, Kupfer, das sah auch schon irgendwie etwas aufgestauter aus. Das heißt, ich setze hier jetzt einfach mal noch hier oben zwei zusätzliche dazu, dass das wieder schicker aussieht. Und dann müssen wir hier natürlich noch ein Förderband dazu hinsetzen. So, ansonsten angriffstechnisch hier keine Schäden zurückgeblieben, läuft alles noch wunderbar. So darf es auch gerne bleiben. Und dann müssen wir mal schauen, was denn hier oben, da tun wir ja auch noch ein bisschen Eisenerz fördern, wie es da ausschaut. So, hier haben wir auch Kupfer, da sind auch bald ein paar wieder, oder was heißt ein paar, es stehen ja eh nur noch drei. Eisen von hier oben läuft noch, aber da hinten sehe ich, da ist einer schon wieder out of order. Der kann nichts mehr fördern, dann können wir den auch abreißen. Was macht unser Öl? Ja, ist doch ein bisschen was an Vorrat da, also auch das läuft soweit noch. Unsere erweiterten Schaltkreise werden hergestellt. Auch das läuft noch. Aber, da ist Kupfer, sieht hier ein bisschen knapp aus. Da hatten wir schon mehr Kupfer auf der Leitung. Und woran liegt es, dass hier einfach das Kupfer vorher schon weggegriffen wird? Also, da müssen wir jetzt natürlich definitiv was machen. Und da machen wir gleich vier weitere Öfen. Wenn, dann machen wir es eben richtig. Oh, und da wurde was zerstört. Da wurde nicht nur angegriffen, sondern auch zerstört. Das ist gar nicht gut. Also, wie komme ich denn jetzt ganz schnell da dahin? Das ist gar nicht gut. So, hier unten war das Ganze. Ja, da sehen wir es auch schon. Hier ist natürlich unser Schutz auch ein bisschen geringer. Hier war ein MG-Turm. Habe ich da einen einstecken? Nee, habe ich auch keinen mehr einstecken. Dann weg damit. Wird kein neuer hingestellt. Da machen wir jetzt hier alles auf unsere Lasertürme. So, da auch noch einen Masten hin.
So, da wolltet ihr auf die Ecke kommen. Da kriegt er mal auf die Ecke. Ne, du warst falsch. Ey, so. Und dann machen wir hier auch noch. Und dann könnt ihr ruhig nochmal vorbeikommen und mal schauen, ob ihr diesmal immer noch so stark seid. Aber wahrscheinlich ziehen sie dann hier unten eher ein bisschen weiter drüben dahin. Die Frage auch, wer ist das überhaupt? Das sind eigentlich eher kleinere Nester hier. Ja, vielleicht ziehen wir da dann doch auch mal noch nach unten. So, aus dem Map-Modus komme ich mit M raus. So, der hat jetzt auch sein letztes bisschen gefördert und erledigt. Dann ist auch das jetzt finito. So, und da sehen wir hier, das ist schon ein bisschen weniger. Hier haben wir einiges weniger. Aber zum Glück kommt ja ordentlich kräftig nach. So, das ist inzwischen auch leer gelaufen. Ach ja. Aber auch das macht ja nichts. So, hier brauchen wir eigentlich nur bis dahin. Der ist finito. Dann brauchen wir hier auch nur Bänder bis dahin. Gut, und der Rest wird von hinten gefördert. Da können wir ja dann später auch noch mal was hinzu. So, da drüben wird wieder angegriffen. Ah, wir bekommen Lieferung. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch um das Kupfer kümmern. So, wie viel kriegen wir denn da noch? So, jetzt müssten wir doch ziemlich gut beliefert sein. Haben wir hier eigentlich noch Platz für Holz? Ein bisschen was, dann füllen wir das auch mal auf. Dann habe ich ein bisschen weniger Holz einstecken, brauche ich eh nicht den Scheiß. So, das hier auf dem Band lässt sich schlecht laufen. Und ja, wie gesagt, müssen wir jetzt da drüben gucken. Also kaum zurück an der Fabrik haben wir hier Rambazamba. Da haben sie angegriffen. Naja gut, da ist jede Menge an Türmchen, also da kommen sie eh nicht weit. Dann sollen sie doch nur. Dann bauen wir jetzt mal, das schicken wir mal nach oben ins Inventar. Das braucht uns da unten keinen Platz wegzunehmen. 200 kann der noch fördern, das ist auch nicht mehr viel. Und hier sehen wir eben, es wird sehr, sehr wenig nur an Kupferkabeln hergestellt, weil einfach zu wenig Kupferplatten ankommen. Da werden wir jetzt natürlich dran arbeiten. So, die sollen hier dann wieder nach unten. So, vielleicht auch zur Abwechslung mal die richtig setzen. So. Und hier brauchen... nicht wegfahren. Hier brauchen wir welche, die das dann befüllen. Und da befüllen und da wieder nach außen. So, da haben wir normale, langsame Bänder. Dann scheinen die da erstmal ausreichend zu sein. So. Und dann sollten da doch jetzt ein bisschen mehr rüberkommen, dass das wieder besser aussieht. Ja, wird doch so, ja, langsam wird es wieder. Wie viel haben wir hier drin? Da haben wir auch nicht wirklich viel drin vorhanden. So, da oben, das läuft noch, aber ja, der hat nicht mehr wirklich viel. So, gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Machen wir nochmal was hin, aber da holen wir uns vorher nochmal Steinplatten, dass wir das auch bauen können. So, wo hatte ich meine Steinplatten? Wo befinden... Ah, da, genau. Erstmal wieder Orientierung finden. So, komm, dann nehmen wir uns gerade direkt mal zwei Stapel an. Was soll's? 1, 2, 3, 4... Ach komm, machen wir 5, 6, alles hier...
Und jetzt geht's nicht weiter, weil Stahl wieder fehlt. Macht uns doch auch nichts. Im Gegenteil, wir gehen jetzt mal hin und holen uns hier mal noch ein halbes Stäckelchen an Kohle. Dann können wir da noch mal ein bisschen Kohle auffüllen. So, Eisen kommt schon wieder. Wunderbar. Ja, nicht Eisen, Stahl. Und die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Und dann würde ich doch sagen, in der Zeit, wo ich hier die restlichen Stahlträger noch geliefert bekomme, verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.